Hallo, hier ist euer Felix. Heute zum Thema Reifendrucksensoren und die Komplexität von Reifendrucksensoren. Wir haben ja hier eine Wand, wo wir schön sehen können, was es für Reifendrucksensoren gibt. Der Fahrzeughersteller, das heißt Gummiventil, das heißt Stahlventil, Silber und dann Schwarz. Für jedes Ventil muss man im Endeffekt für eine Falle und Undichtigkeit einen Ersatz da haben, dass man wieder neu abdichten kann. Oder auch, wenn die Batterie leer ist, muss man dann im Endeffekt den Sensor tauschen. Haben wir alles bei uns im Lager, können wir das alles sofort tauschen und können euch da weiterhelfen. Was ich euch aber empfehlen würde, ist einfach, dass man spätestens bei jedem zweiten Radwechsel oder Reifenwechsel die Ventile tauscht. Das heißt, wir machen ein neues Gummiventil rein oder auch neue Stahlventil. Weil ein Gummi altert und auch die Dichtung altert, dadurch haben wir Undichtigkeiten. Von dem her meine klare Empfehlung, das zu tauschen, auch wenn es Geld kostet. Es geht um eure Sicherheit und aber auch um die Lebensdauer auf dem Reifen. Wenn wir einen steigenden Luftverlust haben vom Reifen, haben wir im Endeffekt ein schlechteres Abfahrbild und wir brauchen mehr Reifen. Wenn wir Rad wechseln, muss man sich einfach auch mal vor Auge halten, weil manche Fahrzeughersteller ist es sehr, sehr aufwendig, die Reifen wieder anzulangen aufs Fahrzeug. Da brauchen wir so ein Diagnosegerät hinzu. Einfach mehr Kosten und mehr Aufwand für euch, muss man sich einfach mal vor Auge halten, dass es die Reifendrucksensoren ist super eine Sache. Man sieht dann richtig den Reifendruck, aber auch vom Verlust. Aber einfach auch für die Werkstatt viel mehr Aufwand. Wie man hier sehen kann, einfach auch ganze Varianz. Muss man alles sich damit beschäftigen, dass man weiß, für welches Fahrzeug welcher Sensor entsprechend ist. Wollte man euch nur auf dem Laufenden halten, dass man sich mit solchen Themen beschäftigen, immer am Ball sind. Bis bald, euer Felix.